Wupp. Tunnel einfach weiter, okay. Ja. Wieso krieg ich's gerade nicht gebacken? Schrecklich. Warte mal. Ach, ich laufe auf dem Wasser. Nee, ich glaube, ich. Da steht gebundener Goblin. Was, wo? Ah ja, den sollten der wir stirbt. Retten. Der das ist jetzt. Ungünstig. Den hätten wir retten sollen. Das wäre unser Goblin gewesen. Ja, der hat jetzt noch. Der ist tot. Schade. Okay. Also auf eine Tiefe von 800 oder sowas war das jetzt. Oh, dann oben geht's weiter. Blöde. Da oben ist ein Trank. Night Owl Potion. Bomben. Wow. Oh. Ey, ich krieg keinen Fallschaden, wenn ich auf Wasser falle? Das ist ja geil. Muss ich auch noch nicht. Alter. Mach kaputt. Nein. Oh, bin zu weit geschlittert. Ja, keine Ahnung, wir sind noch links buddeln, nach unten. Bin unentschlossen. Keine Ahnung. Lass mal irgendwie. Was ist denn unser Gang jetzt? Muss mal kurz gucken. Oh, da ist noch ein Moonglow. Hier oben geht's, glaube ich, noch. Hier waren wir noch nicht. Würde ich sagen. Alter. Ach, hier ist das Ende von dem Hardmode-Zeug. Was ist denn los? Blöd, da hochzuspringen. Das kann nicht wahr sein. Da hört es jetzt schon auf, ja. Oh, okay. Oh Gott, okay. Alex. Wir fangen noch mit den Grundlagen Punkt, ja. an. Springen. Normalerweise auf der Leertaste zu finden. Oh, mein Inventar mal wieder voll. Ach. Blöde. Druckplatten fliegt raus. Blöd, ich weiß nicht genau, wie viele Dschungelsporen wir brauchen. Wie viel von den Wines hast denn du? Ich guck mal. Weil wir brauchen ja bloß 3 für jeden. Und dann ein paar Dschungelsporen. Wines. Also bei mir sind auf Englisch. Weinrebe. Die, ja, Weinrebe wahrscheinlich. 4 Stück habe ich. Ja, dann haben wir schon mehr als genug für jeden. Dschungelsporen müssten die auf Deutsch heißen. Wie viel hast du denn davon? Dschungelsporen. Wie sehen die denn aus? Davon habe ich. Grüne Punkte. Mondscheinsaat. Ich habe Mondscheinsaat. 3 Stück. Auch so grüne Pünktchen. Nee, das sind so blaue. Moonglow Seeds sind blau. Ja. Die meinte ich nicht. Nee, sonst habe ich keine. So richtig 3 grüne Punkte. Da habe ich keine. Wir brauchen nämlich 12 für jeden davon. Ich habe jetzt noch 9. Ich glaube, ich habe vorhin schon mal 11 gehabt. Sprich, ein paar brauchen wir noch. Dann können wir uns zumindest erstmal die neue Grappling Hook machen. Au. Immer ins Gesicht. Oh, hier geht's weiter. Ja. Kommen langsam aus dem Dschungel wieder raus, das Gefühl. Ha! Hier ist eine Truhenstatue. Sehr gut. Nice. Okay, das Herz ist jetzt für dich. Wieso? Ich hab doch immer noch 260. Achso, du hast ja genauso viel, okay. Piranha, stirb! Oh, da soll ich direkt über ihm stehen. Alles klar bei dir? Ja,
Im Moment ist noch alles safe. Da geht's ja tief runter. Oh ja. Da geht's verdammt tief runter. Ich hab jetzt, warte, ich guck mal nach. Da ist eine Fledermaus bei dir. Die sieht man aber auch nie, ey. 5 Dschungelsporen habe ich jetzt. Ja, weiß nicht, ob das schon reicht. Mal schauen. Könnte sein, dass es reicht. Wie gesagt, diese... Ah, da drüben ist noch eine Truhe. Die ist cool. Da sind richtig geile Sachen drin. Oh, unter uns ist der Bienenstock. Ich wollte gerade sagen. Den habe ich übrigens noch nie gefunden. Das war mir zu doof dafür. Da ist übrigens noch, Alter, was. Da kommen gerade noch Schüsse. Alex, du hast noch 60 Leben, pass auf. Soll ich vielleicht lieber da hochgehen? Aber ich habe ein volles Inventar. Alter. Nee, ich muss nur kurz warten, dann bin ich regeneriert. Kick das Kackteil mich einfach da runter. Ich schenk dir was. Toll, nämlich Kauweb. Was? Ich hab dir nur eine Dingens geschenkt. Eine 2 Fackeln oder sowas. Ah, hier ist nochmal so ein Geschwindigkeitsding. Was ich auch Wenn schon du Angst hab. Hast. War ich denn hier einen Snowblock dabei? Ach lol. Ja. Truhen. Nee, nicht Truhen. Das weg. Das auch weg. Oh. Hier geht's aber noch ein Stück weiter. Nach links zumindest. Und nach unten. Ich hab den Eindruck. Gesundheit. Huch. Treffer. Übrigens, wenn du dich für Hearthstone anmelden willst, musst du bloß im Battle.net-Account deinen Beta sozusagen, deinen Account updaten, dass du in der Beta teilnehmen willst. Das ist alles. Okay. Ui, und ist ja noch so ein Ding. Increase Melee Speed und Movement Speed. Hm. Huch. Ach so. Jetzt krieg ich das Ding mal raus. Den Dirt Block. Oh, ist ein Herz. Lol. Oh lol. Sehr gut. Alter. Erstmal eine halbe Stunde drinstehen. Perfekt. Huch. Hast du das Herz jetzt mitgenommen und aktiviert und so? Ich hab's mitgenommen, ja. Da hat ein Stern von mir getroffen. Wollen wir jetzt noch weiter runtergehen oder wollen wir erst noch versuchen zurückzukommen? Ich weiß nicht. Tendenziell versuche ich mit dir zurückzukommen in dem Fall. Ja. Weil. Wie viele Truhen wir jetzt schon gefunden haben? Weißt du nicht, in einer ist ein Spiegel drin. Ja. Schade. Ja. Upp. Ich leuchte noch mal kurz hier so hin. Ja, bin ich jetzt hingeblieben. Oh. So, noch schnell da oben. Och, nee. Okay, hier unten fängt die Lava an. Was? What? Hier unten ist Lava. Ja, gut, nur weil da ein bisschen Lava steht, ist. Schlimm wird's, wenn der Hintergrund Lava wird. Nee, noch nicht. Ach, das ist mein blöder Pinguin, der hier rumhuppt im Wasser. Au. Wir müssen mal versuchen, hier wieder hochzukommen.
Oder willst du jetzt da unten sterben? Nein. Okay, bin oben. Ich versuche die blöde Ding zu treffen. Das ist echt schwierig bei mir. Getroffen. So, wie gesagt, irgendwie müssen wir jetzt hier hochkommen. Oh. Huch. Au. Kommst du mit hoch oder? Ja, ach, du ja. Du baust dich so hoch, okay. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ich kann nur meine ganzen Mattblöcke benutzen, um mich hochzuholen. Achtung. Stingerer im Anflug. Zumindest kann man sich jetzt halbwegs gezielt irgendwie nach oben bewegen. Ja. Ich meine, früher so also ohne Karte. Oh, ist noch eine goldene Truhe. Ja, mit Hermes Boots. Nee, Hermes Boots. Brauchst du noch ein paar Hermes Boots? Warte. Ich hab schon welche. Was hab ich denn hier für welche? Mit 4 Defense Hermes Boots. Was hab ich denn auf meinen? 20 ich hab Mana. 2. Oh, da kann ich ja sogar noch in Mana-Kristall, wenn ich auf den 20 Mana hab. Aber ich benutze ja eh keinen Mana. Oh, was ist oben runtergefallen? Da war wahrscheinlich ein Leck für dich auch drin. Solange es kein Stein ist, ist alles in Ordnung. Ja, ich will nicht alles von da oben runter haben. Da ist noch ein Herz über mir. Ja, dann ist wieder deins. Deswegen bin ich auch gerade auf dem Weg. Was zum Kuckuck ist denn da? Ich glaube, ich habe den Altar gefunden für die Batterie. Der ist, das ist hier über mir. Mal gucken, was da ist. Ja, das sieht nach dem Altar aus, wo man sich hinkämpfen kann für die Batterie. Über mir, was da rumleuchtet. Creepy, sieht das denn aus? Ey, du kommst da nicht rein. Das ist das Hardmode-Ding. Du willst da nicht rein. Wollte ich vielleicht lieber so ausdrücken. Das ist Au. Geht doch alle weg. Alter. Oh, hier kommen ja noch mehr. Da oben ist noch eine goldene Truhe. What? Ja, also nur so, also kannst du gerne looten. Sag ja nur. Ne? Und so. Ja. Und was ist drin? Ich muss gleich lesen, was es ist. Kennst du es nicht? Nee. Bietet 7 Sekunden Immunität gegen Lava. Das ist cool. Das ist richtig geil. Gerade in der Hölle unten. Da verbrennst du nämlich nicht sofort. Ja, ansonsten macht die Lava ja krass viel Damage. Ich glaube, in den Waterwalking Boots kannst du das sogar noch kombinieren. Das sind dann so ein Lava-Walking Boots oder irgend sowas. Da kannst du auch auf Lava laufen. Das ist richtig nice. Ja, nee, ich bin eh schon voll von der Leiste her. Welche Leiste? Ja, ich kann keine. Das hat die Waterwalking Boots ja auch gerade nicht drin. Ich sag nicht, du bist runtergefallen. Doch, aber ich habe überlebt. Hast du nur schlau dich vorher festgehalten, ja? Nee, ich bin ins Wasser gefallen. Alter, bloß Glück und kein Verstand. Schade. Du erwartest bei mir noch einen Verstand. Ja, eigentlich schon. Nein! Wie oft machst du das jetzt? Nicht mehr oft. Ach, und da springt so ein blöder Stachelschleim rum. Ja, springen in das Loch, genau.
Ja, genau. Fuck, 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 fuck. 200 Fallschaden. Oh, ho, ho, ho. Nein! Vorsicht, da ist eine Falle. Ja, immer noch. So, ich sollte vielleicht mal abbauen hier. Ja. Boah, Alter. Weil ich war schon hier oben, ne? Und fall dann runter. Mach jetzt aber nicht so wie ich und fall da runter, während du huckst oder sowas. Ja. Alter. Ich glaube, es ist erstmal safe. Halbwegs. Ich. Da ist noch so ein Ding, was du vorhin bekommen hast. Und ich glaube, eine Fußvariante jetzt davon. Hast du auch gerade Leggings bekommen, habe ich gelesen. Ja. Alter. Wahrscheinlich die alten Kobalt-Leggings jetzt dazu. Ja, genau. Schaffst du es heute noch? Achtung, Achtung. Oh, voll reingesprungen. Ja. So, ich guck mal gleich nach. Ich habe die, ja, die Kobalt dafür, genau. Das ist halt ein Magier-Set. Ja. Ich vermute mal eher, dass es so ein Pendant zum Meteor-Zeug ist, wenn das Magie reduziert. Oder irgend sowas. Oder zumindest ist die Rüstung nicht so stark wie die normale Kobalt-Rüstung. Ich weiß nicht, ob die normale Kobalt-Rüstung vielleicht doch Magie hilft. Bin oben. Wie sieht's bei dir aus? 150. Dann tue ich hier noch ein bisschen Holz schlagen. Bin oben. Ah, du bist schon oben. Okay. Und den Einbau mache ich. Gott sei Dank. I'm alive! So, jetzt teleportiere ich mich zurück, den Rest muss ich selber schaffen. Quickstack! Ach, die ganzen Kisten schmeiße ich einfach alle hier rein. In die Bautruhe mit Sand. Crimson Block. Mhm. Das auch. Ach, Quicks hab ich schon gemacht. Quickstack. Ach, Farben kommen ja mit zu den Trankzutaten. Wir haben echt noch eine Tin bereit. Das hast du vorhin gemacht, ne? Das Tin-Ding. Alles weg hier, alles weg. Sehe ich gerade, ich habe nur eine Cloud in a Bottle. Oh, den habe ich übersehen. Was ist denn jetzt kaputt gegangen? Nix, Gott sei Dank. Ich habe nur den Meteoriten übersehen. Ich tue mal in diese Dschungeltruhe auch die ganzen Ausrüstungsgegenstände, die wir jetzt übrig haben, sozusagen. Mhm. Da ist noch eins. Der Tiefenmesser liegt da auch drin. So. Das gehört dann woanders hin. Also wirklich diese Accessoires meine ich damit, ne? Hm. Die wir übrig haben, sind alle jetzt da drin. Oh. So rum ist vielleicht besser. So, wir haben den Goblin-Typen gefunden, aber wir haben ihn nicht befreit gekriegt. Shit. Ja. Ich hoffe, den gibt's dann nochmal. Quickstack. Bin bei 39 Gold. Wo bist du? Hier oben. Lol, ich habe gar kein Gold. Vielleicht eine Piggy Bank?
Oder habe ich vorhin deins mit eingesammelt? Kann das sein? Keine Ahnung. Na doch, wahrscheinlich. Das Gold verlierst du wahrscheinlich genauso. Und da habe ich deins mit eingesammelt. Muss ich mir was wiedergeben. Wir teilen einfach mal, würde ich sagen. Das ist ein bisschen viel. Holzziegel. Piep, piep. Da. Hier ist doch Oh. Gold, willst du mich veralbern? What? In der Truhe hier unten ist Gold. Wie auch immer dahin Gold kommt. What the fuck? Ich glaube, da war vorher bloß Silber drin. Und ich habe gerade noch was dazu getan, weil ich Quickstack gedrückt habe. Ich habe nämlich gerade gar kein Geld mehr dabei. Ich hatte eben bloß irgendwie 70 Kupfer oder sowas. Guck, das ist die Rüstung, die ich da zum Teil bekommen habe. So, kannst du halt ordentlich Mana kriegen, ne? Kriegst du 60 Mana durch die Rüstung und erhöhte Mana-Schaden, das ist schon ganz nice. Ja, ich brauch's halt nicht. Überhaupt. Keine Ahnung, wo wir das hin tun. Immer mit so einem Ausrüstungskram hier unten. Die Wand gehört hier aber nicht rein und die Blöcke und den Stone eigentlich auch nicht. Iron Ore erst recht nicht. Ja. Wir haben 999 Dirt und nein, wir haben sogar über 1500 Dirt. Das ist doch was. Auch nochmal über 1000 Steine. Brauchen wir alles später noch. Ja. Bin ich doof? Hab ich denn das. Achso. Stinger, Jungle Spores. So, die Ivy Whip. Nummer 1. Nummer 2. So, wenn wir jetzt noch mehr davon machen wollen, wie das Grasschwert und sowas, dann brauchen wir noch deutlich mehr davon. Von dem ganzen Kram. Okay. Soll ich dir mal die Weinreben geben und diese Sporen? Ah, ja, danke. Bitte. Und ich hab. Brauche ich eine Efeu-Peitsche? Das ist die Ivy Whip, das ist also so ein Enterhaken. Das ist so ein dreifacher Enterhaken. Nee, ich hab grad gedacht, das wäre ein anderes Item. Oh, der kann. Wenn du mir das jetzt gegeben hast, könnte ich mir jetzt theoretisch einen Fernkampf-Bumerang bauen, der ordentlich Schaden macht. Wenn das für dich okay ist. Ja, kannst dann du. Brauchen wir nochmal drei Dschungelsporen, dann kannst du ihn auch bekommen. Der macht nämlich 25 Schaden. Als Bumerang. So, dann lege ich den anderen Hook mal wieder weg. Hier, das ist das, den kann ich auch um die Ecke schießen. LOL. Der prallt irgendwie dreimal ab und dann geht er zurück erst. Oder halt, wenn du es draußen machst, kommt halt einfach so zurück. So. Ui. Vor allem ist der schnell. Ja, ziemlich schnell. Wie gesagt, der prallt halt ab und geht so eine bestimmte Weite. Es hilft. Den habe ich auch lange, lange noch in der Hölle benutzt. Ja. Ich weiß nicht, ob man mit den. Mit dem Weins irgendwas machen kann, da gucke ich mal nach beim Guide, wenn du wüsste, wo der ist. Hey, blöde Guide, ey, wo der immer rumlungert. Ah, damit kann man noch die Dschungelrüstung machen mit den Dingern. Okay. Weiß gar nicht, die Dschungelrüstung ist glaube ich auch für Magier oder irgend sowas. Ganz günstig. Sterne. Ja, wollen wir jetzt noch mehr dort farmen oder wollen wir uns irgendwas anderes suchen? Boah. Ansonsten könnten wir uns auch versuchen, langsam nach unten in die Hölle zu buddeln und mal den Obsidian
Zeug uns zu holen? Keine Ahnung. Ich habe ja insgesamt über 20%, doch um die 20% Bonus Movement. Ist ja lustig. Hier, warte mal schön. Weißt du ganz zu. Nee, weißt du wahrscheinlich nicht. Wie viel Material du gerade schon hast? What the fuck? Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Material wofür? Aufgenommen. Du meinst an Volumen oder was? Stunden. Ich glaube, wir haben irgendwie 18:30 ungefähr angefangen. Also nicht ganz zweieinhalb Stunden so ungefähr, würde ich schätzen. Haben wir jetzt. Könnten auch aufhören, okay, wenn du heute keine Lust mehr hast. Erstmal. Nicht wegen keine Lust. Festplatte voll. Erstens wahrscheinlich das gleich. Und zweitens, ja. Dienstag wieder Prüfungen, hammergeil. Ach so. Wunderschön. Dann können wir natürlich da, wie gesagt, auch erstmal Schluss machen. Und ja, dann war's das erstmal für heute. Würde sagen, bis demnächst. Jo, würde ich auch sagen.